Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, hat eine große Outdoor-Legende nach fast 12 Jahren YouTube nun seinen Abschied bekannt gegeben. Es handelt sich um Kai Sackmann und wer Kai Sackmann noch nicht kennt, der sollte sich dieses Video anschauen. Viel Spaß beim heutigen Film. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Kanal von Kai Sackmann und ganz kurz mal zu der Geschichte, wie ich damals zu Kai Sackmann gekommen bin. Ich habe so 2013, 2014 meinen Einstieg in diese Outdoor-Szene gehabt. Und es war schon damals so, dass ich sehr großen Respekt vor Zecken hatte und habe halt geschaut, was kann man so gegen Zecken machen oder wie kann man sich davor schützen. Und habe dann gesucht und bin dann hier auf Kai Sackmann gestoßen. Beziehungsweise es kann sogar sein, dass der Kanal früher noch richtig Sacki hieß. Und er hatte ein sehr interessantes Video gemacht über Zecken, was mich direkt begeistert hat. Und dann habe ich mir einige Filme von ihm angeschaut. Man muss dazu sagen, Kai Sackmann war jetzt 12 Jahre lang auf YouTube aktiv. Das heißt, es kommt ungefähr zur gleichen Zeit hin, wie auch zum Beispiel Fritz Meinecke oder Survival Martin damals begonnen haben. Aber was mich an Sacki so fasziniert hat, war seine wirklich natürliche Art und Weise, ohne irgendwie abgehoben zu sein und halt sein wirklich grandioses Fachwissen. Also er hat zahlreiche Unternehmungen gehabt oder hat auch kurze Videos gemacht. Damals gab es noch keine Shorts. Er hat dann einfach ein kurzes Video gemacht, wie man ein Buff, also ein Schlauchhalstuch, in mehreren Varianten anziehen kann und sowas. Und ich habe alle seine Videos gesehen. Also ihr seht es ja hier, der rote Balken zeigt ja an, wenn ein Video gesehen worden ist. Hier ist das jetzt nicht zu sehen. Das liegt einfach daran, ich habe drei verschiedene YouTube-Kanäle. Das ist jetzt mein privater Account. Mit einem anderen Account veröffentliche ich immer meine Filme und ich kann garantieren, dass ich wirklich alle Filme von ihm gesehen habe. Und mir ist auch aufgefallen, dass es jetzt die letzten 2 Jahre etwas ruhiger geworden war. Denn früher kam fast wöchentlich ein Film raus. Dann zwischendurch gab es mal einen kleinen Einbruch. Da kam eine Zeit lang gar nichts an Filmen raus. Er hatte dann auch einige seiner Filme mal, ich glaube, gelöscht oder einfach nur deaktiviert. Warum, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ging ihm einfach darum zu zeigen, dass er gar nicht das Ganze so sehr kommerzialisieren möchte. Wie gesagt, es gibt halt zahlreiche Videos. Legendär sind wirklich hier seine Höhlenvideos, wo man wirklich mitgefiebert hat. Sacki ist halt so ein grundsympathischer, liebenswerter Kerl, der halt immer diese positive Ausstrahlung in den Filmen auch rüberbringt. Wenn ihr noch keinen Film von ihm geschaut habt, dann schaut auf jeden Fall jetzt noch mal rein. Ich weiß nicht, ob Sacki die Filme online lässt oder aber ob er die dann nach und nach auch löschen wird, eben weil er ja jetzt seinen Abschied bekannt gegeben hat. Und es wäre wirklich wertvoller Content, der da verloren geht. Und deshalb schaut auf jeden Fall mal rein. Hier seine Kanutouren, auch legendär. Was ich halt auch unheimlich geil fand, waren diese verschiedenen Wanderungen, die er vorgestellt hat, die dann meistens über mehrere Teile gingen. Und die haben mich dann auch dazu inspiriert, diese Touren nachzugehen. Er war zum Beispiel hier unten bei uns am Königssee, hat dann direkt aus dem Königssee getrunken, ohne Filter, ohne alles. Fand ich sehr geil. Er hat dann so einen, ja, ich sag mal, geheimen alten Viehpfad wiederentdeckt und ist dann außenrum von Schönau bis zur Saletalm hochgelaufen. Wirklich, wirklich tolle Touren. Am Rhein ist er entlang gegangen, dieser Burgenweg, den haben wir jetzt als nächstes vor. Das werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr in Angriff nehmen. Da geht man so ungefähr an 40, 50 verschiedenen Burgen entlang vorbei. Ihr solltet auf jeden Fall mal einen Blick auf den Kanal werfen. Wo ich auch darauf hinweisen möchte, ist das Survival-Messer. Also Sacki hat damals ein Messer rausgebracht. Ich meine, mittlerweile hat jeder ein Messer. Egal, ob es jetzt Survival Lilly ist oder Reini Rossmann oder Martin will gerade sein Messer rausbringen. Sacki war da schon sehr früh am Start. Es gab dann mal dieses Sacki-Messer. Das hieß dann später Sacki-Messer 1.0, weil eine zweite Variante rausgekommen war. Mittlerweile gibt es sogar eine dritte Variante, die wirklich, wirklich bärig ist. Ich habe mir die Videos dazu angeschaut und alles, hatte dann aber die Wahl zwischen dem Sacki und dem SI6. Und da ich das SI6 geschenkt bekommen habe und ich generell geizig bin, habe ich es mir gespart, das Messer bisher zu holen. Aber ich werde es mir jetzt holen. Und wenn ihr das sucht, schaut hier Sacki Messer. Und dann scrollt ihr einfach nach unten, da findet ihr den Link zu Schmiedeglut. Dort könnt ihr das Messer dann in verschiedenen Varianten kaufen. Vom Preis her super attraktiv, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Für ein hochwertiges Messer ist das wirklich ein Schnäppchen. Ihr seht es an den Rezensionen, beziehungsweise googelt einfach mal nach dem Sacki-Messer. Ihr werdet so gut wie gar keine schlechten Bewertungen dazu finden, weil es einfach wirklich durchdacht ist und wirklich cool ist. Ja, und zu Sacki selbst nochmal. Er hat auch zahlreiche Tests gemacht.
zu Wasserfiltern, zu Zelten, zu Schlafsäcken, zu allem Möglichen. Ich weiß noch, ein Video hat er mal, oh, was war das? Ich glaube, da hat er ein Zelt bei sich in der Wohnung aufgebaut gehabt und seine Frau war dann so tierisch überrascht, warum er da ein Zelt hingestellt hat. Oder war es ein Schlafsack? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hat er ganz Verrücktes da aufgebaut. In den letzten Filmen war es dann auch immer mehr so, dass halt seine Frau immer wieder mal erwähnt wurde. Also die haben sich diese Touren aufgeteilt. Seine Frau war dann beispielsweise auf einem Campingplatz und er ist dann da gemütlich, keine Ahnung, 600 Kilometer spaziert, weil der hat teilweise Touren zurückgelegt. Das ist echt irre. Aber wie gesagt, immer mega euphorisch, immer sehr interessant. Es hat auch immer Spaß gemacht, das anzuschauen. Und jetzt hat Saki, wie gesagt, am Donnerstag war es, glaube ich, das Video hochgeladen. Abschied, das letzte Video. Ich will das jetzt hier nicht zeigen. Das soll ja keine Reaction werden. Schaut euch das Video an. Es ist ultra emotional. Und er erklärt dort auch, warum er jetzt seinen Abschied bekannt gibt. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch gesehen haben, damit ihr nachvollziehen könnt, warum Saki da Abschied nimmt. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr seht 527 Videos, 194.000 Abonnenten. Es lohnt sich. Saki war, wie gesagt, einer der Ersten, hat sich selbst zur Legende gemacht, weil er ein enormes Fachwissen hat. Er hat dieses Fachwissen auch ultra gut übermittelt. Zum Beispiel hier sehe ich jetzt gerade das mit dem Klettersteigset. Da gab es auch schon Videos dazu, viel, viel früher, vor boah, 3, 4 Jahren. Da hat er mal gezeigt, wie das mit dem Klettersteigset genau funktioniert und wie er dann da rangegangen ist an die ganze Geschichte. Was ich auch ultra cool fand, ist, dass er immer mit so einem ultra leichten Gepäck unterwegs ist. Also wenn man das heute sieht, manche Outdoorer, die heute unterwegs sind, die haben ja einen Schlafsack dabei, eine Isomatte, ein Zelt, Hängematte und wenn es die Naturensöhne sind, die haben noch einen Anhänger dabei mit Kochutensilien und sowas alles. Saki war wirklich so, der hat immer, ja so, was war das vielleicht, ein 25 bis 30 Liter Rucksack dabei gehabt und da war alles drin, was er gebraucht hat. Gut, er ist dann halt zwischendurch mal ins Restaurant gegangen und hat dann halt da gegessen oder unterwegs an einer Imbissstube. Er musste sich also nicht so viel sorgen um jetzt das Essen machen, wobei er aber auch einer der ersten war, der draußen Insekten gefuttert hat. Beziehungsweise der ersten, die es auf YouTube mal gezeigt haben. Ja, und das war halt bei ihm das Coole. Und hinzu kommt, dass er, ja, ich sage jetzt nicht günstige, aber einsteigerfreundliches Equipment verwendet hat. Denn auch da ist es wiederum so, wenn man heute manche Videos anschaut, da hat man das Gefühl, man muss auf jeden Fall einen Schlafsack haben, der mindestens 300 € kostet. Und wenn es eine Hängematte ist, die muss dann auch mindestens 400 € kosten. Und eine Isomatte unter 50 € kann auf gar keinen Fall gehen. Ja, und hier war es dann eher so, er hat gezeigt, dass es halt doch anders geht. Natürlich hat auch er sehr, sehr oft hochwertiges Equipment verwendet. Aber er hat halt auch gezeigt, dass es mit günstiger Ausrüstung und vor allen Dingen auch leichterer Ausrüstung auch möglich ist, Spaß an solchen Touren zu haben. Ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Schaut euch das letzte Video von ihm an, damit ihr informiert seid. Wenn ihr Saki noch gar nicht kennt, scrollt einfach mal hier durch seine Timeline und schaut mal, was er alles veröffentlicht hat. Hier ein Saki Neckknife gibt es auch übrigens, für den Fall, dass das Große halt zu groß sein sollte. So viel zu Saki und Sakis Kanal. So, und an dieser Stelle jetzt einfach mal der Grund, warum ich so ein Video mache, beziehungsweise warum ich diesen Kanal heute vorgestellt habe. Es geht sich einfach darum, ich persönlich möchte noch einmal sagen, danke Saki. Du hast mich damals an das Thema herangeführt. Jetzt nicht persönlich, aber über deine Filme habe ich so unglaublich viel Wissen aufgebaut und es hat mich einfach dazu animiert, Touren zu machen. Und genau das wolltest du immer mit deinen Filmen bewirken. Du hast versucht, die Leute einfach rauszukriegen in die Natur. Und ich bin mir sicher, du hast sie zu Tausenden überzeugt. Also vielen Dank dafür, dass du uns die letzten 12 Jahre mit unglaublich vielen tollen Videos das Leben bereichert hast. Und ich wünsche dir und natürlich auch deiner Frau bzw. deiner ganzen Familie alles Gute für die Zukunft. Ich hätte nichts dagegen, wenn man dann vielleicht irgendwann in vielen, vielen Jahren doch nochmal ein Video von dir hört, was du so in den ganzen Jahren unternommen hast, was da für Projekte waren. Bis dahin, alles Gute. Allen anderen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.